Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen über Konflikte reden. Also das ist das Thema. Also der Punkt ist, ich bin jetzt 2 Jahre am Studieren und bin in eine Stadt, in diese Stadt gezogen. Bin neu hier und habe über die Zeit jetzt neue Freunde und Gesellschaftsgruppen gefunden, in denen ich zu Hause bin, mit denen ich Umgang habe. Was ich aber feststellen musste, ist die Tatsache, dass man, und gerade besonders ich, mich nie richtig damit beschäftigt habe und in irgendeiner Weise in dem Themengebiet in der Schule zum Beispiel darüber aufgeklärt wurde oder darauf vorbereitet wurde. Es wurde nie thematisiert als ein Lehrbereich. Man hat nie irgendwelche Methoden an die Hand bekommen, um Konflikte zu lösen. Es war und ist ein Thema, was also immer da ist, womit man tagtäglich zu tun hat, aber nie und im Normallauf eines Lebens eine professionelle Handhabung dafür bekommt. Also man wird nicht von so ausgebildet oder bekommt da keine Hilfestellung für, wie wir mit unserem Umfeld in Frieden leben können und Konflikte, die nur einmal kommen, egal wo wir sind, da können wir nicht vor fliehen, lösen. Und es gibt trotzdem sehr viel Material im Internet. Also wenn man sucht, findet man sehr schnell sehr viel, alles Mögliche von Foren zu Konflikten oder zu Konfliktmanagement bis hin zu Dissertationen über Konflikte und Konfliktmanagement. YouTube, auch andere YouTube-Videos natürlich. Also man findet richtig viel im Prinzip. Obwohl es eigentlich ja so ist, dass man sich nicht oder dass die normale gesellschaftliche Bevölkerung, der normale Durchschnitt, Durchschnittsbürger da sich jetzt nicht mit beschäftigen will, so bildungsmäßig, also dass man sich in dem Bereich bilden will. Und es gibt es dafür viele verschiedene Methoden und Anleitungen und Tipps und Erfahrungen von anderen Personen. Und ich muss ja sagen, und das ist auch meine Erfahrung bisher in Gesprächen mit anderen Leuten über das Thema Konflikte und wie man Konflikte lösen kann oder wie bei denjenigen mit Konflikten umgegangen wurde, dass es also dass eigentlich keine wirklichen Erfahrungen gemacht wurden über gelöste Konflikte. Und das ist auch, was ich selbst immer wieder erfahren muss, dass obwohl man auch Gespräche führt über die Konflikte ganz konkret, dass letztendlich die Tatsache, dass überhaupt ein Konflikt entstanden ist, Beziehungen schwieriger macht, dass diese entstandenen Konflikte, ob sie jetzt gelöst sind oder nicht, aber ich gehe mal eher jetzt von einem gelösten Konflikt aus, dass es trotzdem immer noch Beziehungen negativ belastet. Und das ist ziemlich blöd. So, jetzt ist, es gibt es zum Beispiel, wollen wir uns mal so was angucken zum Konfliktmanagement. Ich habe jetzt mal hier ein Tablet und habe da eine PDF aufgeschlagen. Überschrieben mit Konfliktmanagement ist von Werner.Stangel. Arbeitsblätter, also das scheint von irgendeinem, könnte man sagen, Psychotherapeuten oder wie nennt man die Leute, oder Konfliktpädagoge, wie auch immer. Und das ist eine relativ lange PDF, also es sind circa 8 Seiten, 10 Seiten über Konfliktmanagement. Das Ganze fängt an mit Konfliktbedingungen, geht dann über Konfliktverlauf, die verschiedenen Phasen eines Konfliktes,
Und dann geht es ins Konfliktmanagement und das Ganze wird auf verschiedene Art und Weise dargestellt. Also nicht nur durch Text, sondern auch durch Diagramme verschiedener Art, farbliche Hervorhebung. Und was ich ganz gut finde, ist, dass hier auch konkret dann, also konkrete, aber allgemeingültige Hilfestellung und Vorgehensweise zur Konfliktlösung angeboten werden. Also das findet man hier unter dem Punkt Unterredung, wo dann verschiedene Stichpunktkategorien aufgelistet sind. Das fängt dann damit an, dass es heißt, zunächst einmal müssen alle Parteien ihr Einverständnis erklären, dass sie bereit sind, an einer Konfliktlösung mitzuarbeiten, wenn auch nur eine der Parteien nicht bereit ist, kann das Gespräch bereits beendet werden, beziehungsweise in eine andere Gesprächsform übergehen. Und so weiter. Kann jeder selber durchlesen. Und da gibt es sicherlich noch viel mehr. Ich finde dieses Dokument sehr ausführlich, aber man kann es auch, also man kann auch ohne, dass man das jetzt komplett durchliest, sondern sich nur bestimmte Kategorien oder Abschnitte raussucht, sich über das Themengebiet Konfliktmanagement informieren und weiterbilden. Aber wie gesagt, also mein eigentlicher Standpunkt ist ja, dass egal, oder das auch so, dass auch wenn der Konflikt gelöst ist, trotzdem Beziehungen negativ belastet sind. Und das ist was, was mich ziemlich frustriert. Und auch eine neue Frage ist oder ein neues Problem im Prinzip. Zum einen gibt es natürlich dieses, okay, erstmal den Konflikt lösen, Frieden finden mit den Personen. Andererseits ist die Frage, wie kann man das dagewesene Negative ausblenden oder wie kann man das damit so umgehen, dass es die Beziehung nicht mehr belastet? Und mir kommt da immer dieser Film in den Kopf, da muss ich gerade nochmal nachdenken, wie der heißt. Alles steht Kopf, genau. Alles steht Kopf. Im Prinzip ein Kinderfilm, aber ich finde ihn eigentlich allgemein sehr, sehr gut, den man auch für Bildungszwecke über die menschliche Psyche nutzen könnte, weil er sehr anschaulich und aber sehr gut und verständlich die durchschnittliche menschliche Psyche darstellt, wie das funktioniert und warum wir negative oder warum wir Erfahrungen haben und Erfahrungen hängen bleiben, wie man sich das vorstellen kann. Und wenn man das den Film so gesehen hat, so war es zumindest bei mir, oder so ist es bei mir, kann man mit vielen Situationen ganz anders umgehen. Zum Beispiel positive Erlebnisse. In dem Film ist ja alles, ob es jetzt ein positives oder negatives Erlebnis war, ist eine Glaskugel mit einer bestimmten Farbe. Die Farbe gibt dann aus, zeigt dann an, ob das jetzt positiv, negativ oder um was für ein also Teil der menschlichen Psyche ist da jetzt bei ging. Also die haben auch verschiedene Farben. Alles wird ja gespeichert. Aber das ist ja wiederum so, dass manche Erfahrungen einen besonderen Speicherplatz im Prinzip haben. Und ich glaube auch, dass es so mit Konflikten ist, dass Konflikte irgendwie sich anders und stärker auf Beziehungen auswirken oder allgemein auf unsere Psyche als positive Erlebnisse. Weil so, wenn man sich so die Menschheit anschaut oder Menschen und die Lebensweise
Entwicklungsgeschichten von Menschen anschaut, fällt relativ schnell auf, dass man immer nur über oder sich sehr gut an negative Sachen erinnern kann, sehr wenig aber an positive Erlebnisse. Natürlich sind sehr positive Erlebnisse wie Hochzeit oder Geburt von Kindern oder allgemein eine Partnerschaft finden, Traumberuf, einen außergewöhnlichen Urlaub, wie auch immer, so die ganz besonderen positiven Erlebnisse, die bleiben natürlich schon lange hängen und das vergisst man nie, aber kleine negative Erfahrungen und Erlebnisse, die sich oft auch in Konflikten widerspiegeln, weil Konflikte müssen nie, also ein Konflikt ist für mich nicht unbedingt jetzt ein großer Streit mit einer Person, sondern das kann schon eine kleine Meinungsverschiedenheit sein, die irgendwo die Beziehung dann auch also anders macht, weil ich jetzt weiß, okay, da hat die Person eine andere Ansicht oder eine andere Lebensart, eine andere Weltanschauung, einen anderen Charakter, wie auch immer. Und das wirkt sich immer viel stärker, bei mir ist es zumindest so, aus als etwas Positives zu finden, also eine positive Übereinstimmung, oder positives Erlebnis. Ich habe das Gefühl, dass positive Sachen, man irgendwie, die bleiben nicht so hängen. Das ist wie Sand, der so zwischen Fingern rieselt und negative Sachen sind sofort irgendwie größer und schwerer, ne? Bleiben hängen und ich glaube, die Lösung oder ein Weg, um Beziehungen, die durch einen Konflikt beeinflusst werden und die trotz eines gelösten Konflikts negativ beeinflusst sind, weil man da immer noch dran denkt und das irgendwie die Beziehung belastet, ist letztendlich nur, wenn der Konflikt gelöst wird, ist ganz wichtig. Ne? Das muss man vorausschieben, das will ich ganz bewusst vorausschieben, dass es jetzt meine Aussage sich darauf bezieht, dass darauf zieht, wenn der Konflikt gelöst wurde, dass man dann oder dass dann der nächste Schritt ist, diese Bedeutsamkeit dieses Konfliktes diese hohe Bedeutsamkeit des Konfliktes in eine kleine Bedeutung und eine kleine Gewichtung zurückzuführen. Weil wenn man das dann geschafft hat und dann ein Konflikt, der erstmal, ich glaube, im ersten Augenblick für jeden Menschen erstmal was viel Gewichtigeres wie was Positives ist, das muss irgendwie klein gemacht werden, dass man sich da nicht so dran aufhält. Und man gerät im Leben sehr schnell in eine Charakterform, die jeden kleinen Konflikt oder auch schon kleine Konflikte oder sehr groß machen und für die schon sehr kleine Konflikte eine sehr hohe Bedeutung bekommen. Genau, das ist so mein Gedanke zu dem Thema. Das soll auch gar nicht zu lang sein jetzt. Mich würde interessieren, das wäre wirklich super interessant, wie wurden bei euch in der Familie, Freundeskreis oder eurem gesellschaftlichen Umfeld mit Konflikten umgegangen? Und wie geht ihr heute damit um? Genau, da ihr euch das Video anschaut, gehe ich davon aus, dass ihr euch halt mit dem Thema beschäftigt. Ja, genau. Also, wie wurde damit umgegangen und wie geht ihr heute damit um? Und als drittes, wenn ihr irgendwie wichtige Erfahrungen gemacht habt, positiv oder negativ bei Konfliktlösung, schreibt es in die Kommentare. Und vielleicht kann man sich da ja noch ein bisschen austauschen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächstes Mal.